Freizeit ist nichts Selbstverständliches. Man erholt sich nicht automatisch, wenn man nur genug davon hat. Wir zeigen Ihnen, wie Sie in Ihrer Freizeit wirklich glücklich werden. Denn Freizeit kann man lernen. Wir zeigen Ihnen einfache Methoden für den Alltag. Die Luft hier, oh, ist das eiskalt. Mit unseren Tipps können Sie mal wieder richtig abschalten. Wir fragen uns dann auch, wie können wir denn aus diesem Hamsterrad auch mal wieder rauskommen? Gibt es denn da keine Möglichkeiten? Sarah und Dennis machen sich für uns auf eine Reise quer durch Europa. Auf der Suche nach der perfekten Freizeit, ohne zu wissen, was sie erwartet. Wir haben eine eigene repräsentative Studie in Auftrag gegeben und gefragt, wie verbringt Deutschland seine Freizeit? Das Ergebnis, jeder Zweite würde seine Freizeit gerne besser nutzen. So wie Sarah und Dennis. Genau deshalb haben sie sich auf unser Experiment eingelassen. Für den 22-Jährigen ist es der erste Flug seines Lebens. Zum Beginn unserer Suche schicken wir die beiden Geschwister nach Österreich. Eine der wichtigsten Grundlagen für eine glückliche Freizeit ist es, Arbeit und Freizeit trennen zu können. Aber genau das scheint den Deutschen schwer zu fallen. 31% denken auch in ihrer Freizeit häufig an die Arbeit. Das zeigt unsere eigene repräsentative Freizeitstudie. Nur jeder vierte Deutsche wäre bereit, für mehr Freizeit auf einen Teil seines Gehaltes zu verzichten. Wir schicken Sarah und Dennis auf eine Mission. Sie sollen für uns testen, wie man den Kopf am Feierabend frei bekommt. Die beiden haben sich auf diese Reise eingelassen, ohne zu wissen, wo es für sie hingeht oder vor welche Aufgaben wir sie stellen. Liebe Sarah, lieber Dennis, begebt euch auf den Kahlenberg. Dort findet ihr ein Hotel. Fragt nach dem Schlüssel zur Presidential Suite. Das Hotel. Präsidential. Danke. Okay, hi. Sarah, hi. Hi, servus. Hi, Sarah. Philipp, Michael und Bogdan arbeiten an einer Erfindung, die unsere Freizeit revolutionieren soll. Ihr habt heute was ganz Exklusives vor euch. Okay. Und zwar werdet ihr Gelegenheit erhalten, einen höchst exklusiven Prototypen zu testen. Ein Virtual Reality Locomotion Device. Das bedeutet ein Gerät, mit dem ihr komplett in die virtuelle Realität abtauchen könnt. Und das Coole daran ist, das ist keine passive Erfahrung, sondern ihr selbst werdet in das Gerät reinsteigen und euch dann durch die virtuellen Welten durchbewegen. Cool. Ja, wer von euch möchte zuerst? Sie. Die Vision des Wiener Startups mittendrin, statt nur vor dem Fernseher. In Zukunft sollen wir Computerspiele und virtuelle Welten mit unserem ganzen Körper erleben können. Ich habe noch keinen blassen Schimmer. Überhaupt gar nicht. Ich denke, ich kriege da jetzt was auf den Kopf. Ich glaube, es wird sehr real. Die Bodenplatte des Prototypen ist besonders reibungsarm. Der Spieler gleitet über mehrere Sensoren, die seine Bewegungen in das Spiel übertragen.
Sarah ist durch einen Gurt mit dem Gerät verbunden. Die Virtual Reality Brille versetzt die 26-Jährige in einen Dschungel. Boah, das ist krass. Das muss von außen echt witzig sein, wenn man nicht sieht. Ich glaube, so sehe ich samstagmorgens nach dem Club aus, wenn ich hier rauslaufe. Mit dem 360-Grad-Laufband kann man auch herkömmliche Computerspiele erkunden. Virtuelle Unterhaltung wird unsere Freizeit radikal verändern. Und viele Branchen sind an den neuen Technologien interessiert. Vom Tourismus über Kultur bis zur Sexindustrie. Krass, ich sehe ja sogar meine Füße. Boah, da wird es echt ein bisschen schwindelig. Unserem Test eher skeptisch gegenüber. Ich habe dieses Gerät dann vor mir stehen sehen und dachte mir dann immer, es kann einfach nicht sein, dass es wirklich so extrem real ist, dass die Menschen da drin anfangen zu schreien und alles um sich herum vergessen. Der ehemalige Türsteher bekommt ein besonders intensives Spielerlebnis präsentiert. Sound dazu? Darf man gleich die Horrorszene mitmachen? Genau. Und jetzt kannst du dich schon bewegen, wenn du willst. The Horror Experience. Genau. Da haben sie gerade. Erschreckt mich jetzt? Wer weiß. Ich mach mir in die Hose. Wow, Scheiße. Und als ich die Brille dann aufhatte, das war echt der Wahnsinn. Das war einfach, ich war wirklich in der Welt drin. Ich habe um mich herum, es gab nichts mehr, ich war in der Welt drin. Dann habe ich noch die Kopfhörer aufbekommen, den Sound gehört. Und dann war wirklich alles komplett. Sich auf andere Gedanken bringen, laut unserer Studie für viele leichter gesagt als getan. Denn Freizeit und Arbeit lassen sich scheinbar immer schwerer voneinander trennen. Jeder fünfte Deutsche fühlt sich in seiner Freizeit angespannt und
rastlos. Aber nur wer in seiner Freizeit geistig von der Arbeit abschaltet, kann sich erholen. Suchen Sie sich in Ihrer Freizeit Aktivitäten, die Sie ablenken und auf andere Gedanken bringen. Je aufmerksamer Sie dafür sein müssen, desto weniger werden Sie an die Arbeit denken können. 20% der Deutschen lenken sich beim Sport ab. Und 14% gärtnern sich den Stress einfach weg. Dr. Oliver Haas wird uns auf unserer Suche nach der perfekten Freizeit unterstützen. Der Glücksforscher berät große Unternehmen und zeigt den Mitarbeitern, wie sie trotz hoher Anforderungen im Job glücklich werden. Für Stress sind wir eigentlich gebaut. Stress ist eine ganz tolle Reaktion des Körpers auf bei unseren Vorfahren, ne, da kommt der Säbelzahntiger, kommt vor die Höhle. Innerhalb von Millisekunden ist unser ganzer Körper auf Flucht oder auf Kampf umgestellt. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass wir den Stress weghaben müssen aus unserem Leben, sondern es geht eher darum, dass wir wieder diese Erholungsphasen bekommen, dass wir von diesem Stresslevel auch wieder runterkommen. Genau das ist das Ziel von Sarahs und Dennis' nächster Etappe. Wir schicken Sie auf die Suche nach der perfekten Entspannung. Die Finnen sind aufgrund ihrer Saunakultur weltweit als Entspannungsexperten bekannt. Wieder einmal haben Sarah und Dennis keine Ahnung, was auf sie zukommt. Als einzigen Anhaltspunkt haben die Geschwister eine Adresse von uns erhalten. Welche Wellnessbehandlung lohnt es sich, bis in den entlegensten Wald Finnlands zu reisen? Am nächsten Morgen erkunden Sarah und Dennis den Spa-Bereich. Das trifft total meinen Geschmack hier. Sauna? Nee, Fitnessstudio. Ich will trotzdem weiter gucken. Komm. Wahrscheinlich kommt irgendwas total Abgefahrenes, von dem wir keine Ahnung haben. Ein Stock tiefer im Keller. So irgendwas total Abgefahrenes. Ja. Leg dich ins Becken und trink ein Bier. Zumindest mit dem Keller war Sarah auf der richtigen Spur. Warte mal, Dennis. Ich habe wieder eine Nachricht gekriegt. So, jetzt bin ich wirklich gespannt. Liebe Wellness-Freunde, die Kite-Behandlung ist eine Eissauna. Ihr müsst 3 Minuten in einem minus 110 Grad kalten Raum aushalten. Das kann ich gar nicht sein, minus 110. Das soll die perfekte Entspannung sein. Einfach eine Sauna mit minus 110 Grad. Naja, gut. Warum nicht? Kann man ja mal machen.
Wir müssen euch jedoch warnen, vermeidet schnelle Bewegungen und geratet nicht in Panik. Berührt unter keinen Umständen die Wände. Bleibt auf keinen Fall länger als 3 Minuten in der Kältesauna. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja. Ich habe von sowas noch nie gehört. Eine Sauna, also Sauna ist für mich Sauna. Wie man es kennt, eine Sauna eben. Die Kältekammer ist in 3 Räume mit unterschiedlicher Temperatur aufgeteilt. Zum Schutz müssen Sarah und Dennis Wollsocken, Stirnbänder und Handschuhe tragen. Und eine Risikoerklärung unterschreiben. And if you have any jewelry or piercings, take them off. Piercings? Yes, because I can't take it out. Okay, it may cause a frostbite because it will freeze. Scheiße. Wenn du es rausmachst, dann. Ich krieg's nicht raus. Das ist ein Gesundheitsstecker. Krieg's nicht rein. Der in so einem Bobbel hat. Mhm. Ich bin dann trotzdem reingegangen, weil ich einfach ein verdammt harter Typ bin. Ich mag den Winter nicht, ich mag die Kälte nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass minus 100 Grad entspannt sind. Ja, danke. Boah! Boah! Im ersten Raum ist gar nicht so kalt. Aber unter mir liegt einfach was aus der Kühltruhe holt und dieser kalte Dampf entgegenkommt. Diese Kälte, so fühlt es sich am Körper an. Raum ist es eher so eine eisige Kälte. Es sind wie kleine Nadelstiche. Ich muss raus. Bleibst du noch drin? Ich gehe auch mit raus. Auf jeden Fall cool. Coole Erfahrung. Schön mal gemacht zu haben. 30 Sekunden, aber immerhin. Jetzt würde ich gerne wissen, was mir das gebracht hat. Der Wellness-Schock Frostdorf verspricht, das ideale Mittel gegen Stress, Verspannungen und Muskelbeschwerden zu sein. Die Behandlung mit flüssigem Stickstoff soll Endorphine im Körper freisetzen, die noch Wochen nach der Behandlung spürbar sind. So eine Stunde danach saßen wir dann echt im Sessel und haben gemerkt, wie unsere Gliedmaßen echt entspannt waren. Und du hast so Lust gehabt, dich einfach mal aufs Bett zu legen und so eine Runde zu schlafen, weil du total entspannt warst. Wir verdrängen im Alltagsstress oft, wie wichtig körperliche Entspannung ist. Wir fiebern auf unseren großen Jahresurlaub hin, indem wir endlich mal nichts tun und uns erholen. Dabei ist es viel wichtiger herauszufinden, wie wir im Alltag entspannen können.
sind dann entspannt, wenn wir uns weder körperlich noch geistig anstrengen müssen. Wenn das, was wir tun, Routine für uns ist. Unsere Studie zeigt, 71% der Deutschen finden Entspannung im eigenen Garten. 69% glauben, dass ihr Leben mit mehr Geld entspannter und glücklicher wäre. 43% wären schon glücklich, wenn sie einfach mal wieder ausschlafen könnten. Wir sind von der Natur her kein Marathonläufer. Wir sind von der Natur aus ein Sprinter. Das heißt, es hat sich als perfekt herausgestellt, dass man 90 Minuten bei einer Tätigkeit verbleibt, möglichst im Single-Tasking, also nicht Dinge gleichzeitig machen, bei einer Sache 90 Minuten und nach diesen 90 Minuten 15 Minuten komplette Entspannung. Wie gut wir uns in unserer Freizeit erholen, hängt laut Experten auch von unseren sozialen Kontakten ab. 70 Minuten pro Tag, also 25% unserer Freizeit, verbringen wir in sozialen Netzwerken. Mit einer Nachricht erreichen wir dort alle unsere Freunde. Einfach und irgendwie unpersönlich. Die Altersgruppe zwischen 14 und 49 kommuniziert häufiger über Messenger-Dienste als persönlich. Wenn wir überhaupt mit Freunden in Kontakt sind, dass wir das dann eher über Facebook machen oder eine SMS schreiben oder über WhatsApp eine Nachricht schreiben, dann merken wir schon, dass uns da etwas abhanden kommt, dass uns eins der größten Happiness-Booster verloren geht, nämlich dieses Interaktive in der Gemeinschaft zu leben. Wir wollen wissen, wie wichtig ist persönlicher Kontakt in unserer Freizeit? Um das herauszufinden, schicken wir Sarah auf eine Solo-Mission. Liebe Sarah, nimm am Kaljakelunter teil. Alles, was du dafür brauchst, findest du vor deiner Tür. Kaljakelunter. Habe ich noch nie von gehört. Es wird bestimmt wieder was total Bescheuertes werden. Aber ich bin gespannt. Also vor die Tür. Einmal finnisches Bier. Es fängt gut an. Pumpe. Stäbe. Ein Planschbecken. Muss ich jetzt mit dem Planschbecken auf dem Fluss? Kaljakelunter bedeutet übersetzt so viel wie sich mit Bier treiben lassen. Was für uns absurd klingt, hat in Finnland Tradition. Witzig, diese Finnen. Die haben sogar einen Hund dabei. Was mit einer Handvoll Finnen begann, ist heute ein Mega-Event mit mehreren tausend Teilnehmern. Hier treffen sich Menschen aus aller Welt. Und sie haben nur ein Ziel: Bier trinken und sich treiben lassen. Es geht ums Zusammensein. Um einen Tag mit Freunden. Der perfekte Ort für Sarahs Aufgabe. Du bist heute bewusst alleine unterwegs, denn deine Aufgabe lautet, lerne 3 neue Leute kennen, bevor du das Ende des Flusses erreichst. Ist aber eine coole Aufgabe, weil man es vielleicht so nicht automatisch macht. Ja, man merkt schon, dass Leute so ein bisschen
auch so die Scheuklappen aufhaben, wenn man durch die Stadt läuft und Hauptsache niemanden sehen, sein Ding durchziehen. Yay! Wie werden die anderen Teilnehmer auf Sarahs Kennenlernoffensive reagieren? Yes, you're from Germany. You already heard or what? Scheiße. This is. Was ist los? Scheiße. Wir wollen nicht so richtig. Aber Sarah lässt sich nicht unterkriegen. Denn das Ende des Flusses rückt immer näher. Do you drink beer? Yes. Okay. So wait. I will give you a beer if you tell me where you're from. Where from? Finland. Okay. Nach ein paar anfänglichen Schwierigkeiten hat Sarah Leute aus ganz Europa kennengelernt. Was denkt die Studentin über unser Schlauchboot-Speed-Dating? Ich finde es super genial. Vor allem, weil es halt wirklich von so wenigen Leuten initiiert wird. Und jetzt einfach Hunderte auf dem Wasser sind. Und jeder ist gut drauf. Jeder nimmt sich einen Tag frei, einfach nur um da zu sein. Unsere digitalisierte Gesellschaft entfernt sich immer mehr von einem unserer stärksten Grundbedürfnisse. Verbundenheit macht uns glücklich. Wir möchten gerne Teil einer Gruppe sein. Zum Beispiel Teil einer Fußballmannschaft oder eines Fanclubs. Die meisten Freizeitaktivitäten machen mehr Spaß, wenn man sie gemeinsam mit Freunden erlebt. Mit seinen im Schnitt 6 guten Freunden würde jeder zweite Deutsche gerne mehr Zeit verbringen. Die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass Familien mit Kindern die glücklichere Freizeit haben. Glück in Partnerschaft und Freundschaften ist erlernbar. Das hat die Wissenschaft gezeigt. Da gibt es eine ganz konkrete Methode, nämlich die 5-zu-1-Methode. 5 ist die Anzahl dieser energiegeladenen positiven Botschaften. Und die muss 5-mal so groß sein als die Anzahl der Konflikte. Und man kann das zu Hause mal sehr gut ausprobieren und kann sich mal eine Strichliste machen. Ja, wie viele Konflikte habe ich und wie viele wirklich energiegeladene positiven Botschaften tauschen wir aus. Und dann lässt sich natürlich daran arbeiten. Nicht nur an Beziehungen, sondern auch an seiner Freizeit kann und muss man arbeiten. Deshalb schicken wir Dennis und Sarah zu ihrer nächsten Mission. Trotz Urlaubskulisse hat die nächste Aufgabe der beiden Geschwister nichts mit Entspannung zu tun. Ganz im Gegenteil. Manche brauchen eine Aufgabe, auch in der Freizeit. Wir sind ja immer dann so ganz in unserem Element, wenn wir was mitgestalten können, ne? Wenn wir was tun, wenn wir was machen, was wir dann auch sehen und herstellen können. Im Laufe der Gesellschaft ist es jetzt sehr spannend zu erkennen, das erste Mal sind wir eigentlich von den Existenznöten frei und das führt bei vielen dazu, dass sie sich in ihre Komfortzone zurückziehen. Und das ist sehr, sehr spannend, sich dieses bewusst zu sein und mal wieder selber rauszugehen und die Sachen mal wieder selber in die Hand zu nehmen. Sarah, dein iPad klingelt. Vorlesen? Nein. Ahoi, ihr beiden. Das fühlt sich hier doch fast wie im Urlaub an, oder?
Hier könnt ihr euch von eurer letzten Reise erholen. Zum Beispiel bei einer gemütlichen Bootsfahrt über den See. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein Boot zu bauen. Ein Boot zu bauen? Cool. Cool. Bei dieser Adresse findet ihr alles, was ihr dafür braucht. Ja, sehr geil. Das finde ich cool. Cool. Macht uns zusätzliche Arbeit in der Freizeit tatsächlich glücklicher? Ich sehe schon mal zwei Akkuschrauber. Ich sehe ein Kätzchen. Das ist bestimmt so ein Selfmade-Boot. Ich bin so schlau. Was ist das? Ach so, Tropiermittel. Kenne ich mich auch aus. Aha. Einen Schrank zusammenbauen oder ein Boot? Also ich glaube, viel Arbeit wird das nicht. Das ist ja alles schon vorgefertigt. Noch sind unsere beiden Freizeittester hoch motiviert. Wir wollen wissen, wie anstrengend darf eine Aufgabe in unserer Freizeit sein? Wann wird aus Motivation Frustration? Um das zu testen, machen wir es den beiden etwas schwerer und schicken ihnen die Bauanleitungen erst später. Die Anleitungen wären mir echt recht. Hast du sie? Nee. Ja, da ist keine. Hm. Ja, geil. Nö. Gar nichts. So kriegen wir das nicht zusammen. Meinst du? Du zumindest. Idiot. Laut Freizeitforschern erholen wir uns besser, wenn wir uns regelmäßig Herausforderungen stellen. Auch wenn diese ein gewisses Maß an Anstrengung fordern. Etwas Neues zu lernen soll außerdem unsere Stimmung verbessern. Genau das sollen Sarah und Dennis überprüfen. Die Grundkonstruktion des Bootes ist ein Stecksystem. Den beiden bleibt nur ausprobieren. Du hast ein Ziel vor Augen, weißt so grob, wie es aussieht. Das kann sich aber während dem Bauen auch noch um 180 Grad drehen, weil dir ganz viele Ideen noch in den Kopf kommen und einfach die Kreativität, die du ausleben kannst. Irgendwie. Ich glaube andersrum. Wie andersrum? So rum. Natürlich so rum. Ja. Und das geht jetzt ja gar nicht, weil wenn das, klar, so ist auch scheiße, aber ein anders ist noch scheißiger. Bevor die Stimmung kippt, schicken wir den beiden etwas Hilfe. Oh, oh. Oh Gott. Ich hab das so gehört. Wir haben die Bedienungsanleitung bekommen. Ja, ein bisschen spät, aber sie ist da. Zwar wissen die beiden jetzt, wie sie das Boot zusammenbauen müssen, aber die nächste Herausforderung für die Hobbyheimwerker ist noch schwieriger. Aus drei Komponenten müssen sie einen Harzkleber anrühren, um das Boot wasserdicht zu machen. Safety first. Wir machen das jetzt einfach mal Pi mal Daumen. Wenn Sarah und Dennis das Epoxidharz falsch anmischten, könnte das ganze Bauprojekt scheitern. Denn die Materialien reichen nur für einen Versuch. Du würdest jetzt erstmal kleben und dann schrauben. Ja, natürlich. Okay. Ich muss ja da dazwischen kommen. Wo wie soll ich denn hier dazwischen kommen, wenn du vorher schraubst? Dazwischen kommen. Die Geschwister stecken die restlichen Teile des
1000-Euro-Bausatzes aufeinander und verkleben die Fugen. Nach und nach lässt sich die fertige Form des Bootes erahnen. Das weckt neues Selbstvertrauen in Sarah und Dennis. Ich glaube, du brauchst einfach bei allem, was du machst, ein Ziel. Richtig, sowieso. Und Schritt für Schritt, klar, Geduld braucht man und die muss da sein. Pass auf, wir nehmen das in die Richtung. Ja, warte mal, aber das ist ja nicht fest. Nein, nein, nein. Dennis! Oh. Kann ich doch sagen, nein. Hat doch super geklappt. Sag mal. Ob ihr Selfmade-Boot tatsächlich dicht ist, werden die beiden erst am nächsten Morgen erfahren. Noch sind sie unsicher, ob sich ihre Mühe überhaupt lohnen wird. Man kriegt halt die fertigen Teile geliefert, musste eigentlich nur noch irgendwie zusammenkriegen. Was aber nicht so einfach ist wie gedacht. Wenn das Ding dann wirklich auf dem Wasser ist und schwimmt und sich wirklich steuern lässt und fortbewegen lässt, dann denke ich mal, war es die Arbeit wert. Aber bis jetzt bin ich noch ein bisschen skeptisch, ob das Ding überhaupt meine 230 Kilo über Wasser halten werden. Aber noch wissen die beiden nicht, ob es überhaupt schwimmen wird und sich die ganze Mühe gelohnt hat. Ich finde, es ist immer schön, ein Hobby zu haben, wo du sagen kannst, wenn du morgens aufstehst, oh, da habe ich jetzt voll Lust, da wieder ranzugehen. Irgendwie, um auch so ein bisschen eine Steigerung an sich selbst zu sehen. Wird schon. Ich bin einfach nur froh, wenn es fertig ist. Der Bootslack schützt das Holz dauerhaft vor Wasserschäden. Insgesamt haben die beiden 10 Stunden Arbeit in das Boot gesteckt. Ja, sind wir fertig, ne? Ja. Ich finde, das haben wir gar nicht so schlecht hingekriegt. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich sagen, dann tragen wir das jetzt mal ans Meer und versuchen dann... Ans Meer? Ja. Ja. No way, vergiss es. Geht das? Der Film bei mir schon. Okay. Ja, du musst mir erstmal da durch. Mit über 20 Kilo macht das Do-It-Yourself-Ruderboot einen massiven Eindruck. Aber ein kleiner Fehler beim Aufbau kann es jetzt zum Sinken bringen. Wird das Boot dem Gewicht der beiden standhalten? Also ist es trocken. Noch ist es trocken. Mehr kann ich nicht sagen. Es schwimmt und es ist trocken. Wir haben ein Boot gebaut, das nicht untergeht. Ciao. Unser Experiment hat gezeigt, wir sollten nicht nur im Job hohe Ziele verfolgen, sondern uns auch in unserer Freizeit ab und zu selbst herausfordern. Sarah und Dennis sind nicht nur stolz auf ihre Arbeit, auch ihre Stimmung hat sich verbessert. Doch ihre spektakulärste und wichtigste Mission steht ihnen noch bevor. Jeder zweite Deutsche würde seine Freizeit gerne besser nutzen. Aber häufig fehlt es an der Motivation. Brechen Sie aus der Routine aus, suchen Sie sich ein neues Hobby oder eine Aufgabe, der Sie in Ihrer Freizeit nachgehen können. Lernen Sie zum Beispiel eine neue Sprache, eine Sportart oder ein Instrument. Neben der Verbundenheit mit anderen Menschen ist der Wunsch, über uns hinauszuwachsen, unser größtes Glückspotenzial. Die große Kunst ist es eigentlich, dass wir uns Aufgaben suchen, wo wir richtig gefordert werden, aber auf der anderen Seite, wo wir das auch richtig gut können. Und dann verschmelzen wir so mit dieser Aufgabe. Ne? Dann sind wir im sogenannten Flow-Zustand.
Wir machen uns auf die Suche nach dem letzten und vielleicht wichtigsten Baustein für die perfekte Freizeit. Dafür schicken wir Sarah und Dennis nach England. Wir wollen wissen, wie viel Kontrolle haben wir eigentlich über unsere eigene Freizeit? Und wie stark können wir unser Glück überhaupt beeinflussen? Forscher sind zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Ob wir glücklich sind, hängt zu 50% von unseren Genen ab. Glücklich sein ist vererbbar. Unsere innere Einstellung macht 40% unseres Glücksgefühls aus. Und nur 10% kommen von außen, wen wir lieben. Alles, was wir uns kaufen. Macht. Ruhm. Trotzdem konzentrieren wir uns mit all unserer Kraft darauf, diese 10% zu verbessern. Also um da wieder zurückzukommen in dieses Gefühl, dieses Glücklichseins, wäre es sehr, sehr wichtig, dass man sich mit dem eigenen Sinn beschäftigt. Ne? Jeder von uns hat gleich viel Zeit. Jeder hat 24 Stunden, hat der Tag. Zeit ist das am gerechtesten verteilte Gut. Und es geht darum, dass sie das für sich nutzen, für das, was sie wirklich möchten. Und dass sie von diesen, dass sie mehr zu diesen Want-Tos kommen, was will ich wirklich machen, und dass sie von diesen Have-Tos, also was muss ich machen, dass sie da ein Stück sich überlegen, muss ich das eigentlich wirklich machen, oder ist das Leben nicht dafür zu kurz? Es geht darum, Prioritäten zu setzen. Laut Freizeitforschern ist genau das der Schlüssel zur perfekten Erholung. Wir haben für Sarah und Dennis ein letztes Experiment in London geplant. So, dass der Mann im Hintergrund sitzt. Ja, wo ist er denn? Ah, ey! Laut unserer Studie haben die Deutschen an einem ganz normalen Werktag 4 Stunden Zeit zur freien Verfügung. So viel Zeit haben Sarah und Dennis für ihre nächste und wichtigste Aufgabe. Was klingelt? Willkommen in London. Schnappt euch ein Taxi. Eure Aufgabe findet ihr an dieser Adresse. Immer los? Schauen wir los. Auf geht's. Auf die beiden wartet die wohl spektakulärste Station ihrer Europareise. Wir schicken Sarah und Dennis zu einer Adresse, etwa 1 Stunde außerhalb vom Stadtzentrum. Ach, da war, meinst du, da geht's hin? Nee, ich weiß. Der Thorpe Park ist eine gigantische Freizeitparkinsel. Hier stehen einige der höchsten, schnellsten und extremsten Achterbahnen der Welt. Tickets gibt's ab 35 Euro. Der perfekte Ort für unser Experiment. Du, dein iPad klingelt. Schauen wir mal. Liebe Abenteurer, wenn es sowas wie die perfekte Freizeit gibt, müsste man sie doch hier finden. Steht ja schließlich drauf, Freizeitpark. Genau, richtig. Wir haben uns gefragt, ist, wo Freizeit draufsteht, auch Freizeit drin? Eure Aufgabe lautet deshalb, habt Freizeit, wir begleiten euch dabei. Ja, geil. Cool. Dann mal los. Geh mal. Ja. Was die beiden nicht wissen, wir beobachten vor allem, wie sie sich ihren Tag einteilen. Wer entscheidet, wo es hingeht? Ich würde sagen, dass wir zuerst die Achterbahn ausprobieren. Ja. Die beiden beginnen ihren Tag direkt mit einem Highlight. Diese Achterbahn beschleunigt so schnell wie 2 Formel-1-Wagen.
Von 0 auf 130 in unter 2 Sekunden. Ich mag sowas. Ich glaube, es wird cool. Ich glaube, mir würde erstmal schlecht, aber ich glaube, es wird cool. Ich freue mich. Also wenn das auch noch hält da oben, dann bin ich zufrieden. Oh Mann, worauf habe ich mich eingelassen? Die Bahn katapultiert Sarah und Dennis auf über 60 Meter. Ein intensives und kurzes Erlebnis. Ganz in Ordnung, ja? Gut, mein lieber Mann. Mein Kiefer tut weh vom Schreien. Genial. Plötzlich stehen alle Bahnen still. Ein Sturm zieht auf. Nee. Da macht ja alles dicht. Die Achterbahn und so. Nee, die fahren ja trotzdem bei. Kann sie nicht? Sicher. Schon mal Achterbahn fahren sehen bei Regen? Nein, nein, nein. Da ist auf zu lügen. Was machen wir jetzt? Warten wir das ab? Es hört ja nichts mehr. Nicht ganz. Eine Attraktion ist trotz Regen in Betrieb. Sarah und Dennis wollten eigentlich zur nächsten Achterbahn, aber Freizeit lässt sich nicht immer bis ins Detail planen. Aber statt sich zu ärgern, versuchen die beiden Geschwister das Beste aus ihrem freien Tag herauszuholen. Nach der Fahrt bekommt Dennis noch eine zweite Dusche ab. Etwas nass, aber ist okay. Aber völlig in Ordnung. Ist jetzt ganz von mir aus auch wieder reden. Trotz Regenpause scheinen Sarah und Dennis zufrieden mit ihrem bisherigen Tag zu sein. Aber was macht die Menschen im Freizeitpark so glücklich? 49% der Deutschen sagen, sie vergessen für einen Tag alle Sorgen. 40% tauchen gerne in eine andere Welt ein. Für 38% zählt nur, dass sich die Familie amüsiert. Und 30% wollen das Adrenalin spüren, so wie unsere beiden Freizeittester. Sie steuern direkt auf die nächste Extrem-Achterbahn zu. Die Colossus ist mit insgesamt 10 Loopings und Schrauben eine der spektakulärsten Achterbahnen der Welt. Echt? Ja. Dann warte mal ab jetzt. Meins hat er nicht kontrolliert. Ich glaube, dass du dich dann schon alleine festhalten kannst.
krasser, als er aussieht. Das war so bisher, glaube ich, die schlimmste. Hast auch so auf dem Weg so ein paar Sachen runterfliegen gesehen, als man dann auf dem Kopf gestanden ist. Da hat, glaube ich, jemand was verloren. Aber war in Ordnung auf jeden Fall. Also bisher auf jeden Fall die, nicht die schnellste, aber die, die am meisten Spaß macht, die am meisten was hermacht. Von den Kopfschmerzen her vor allem. Sarah und Dennis haben einen Tag zur freien Verfügung und sollen ihn komplett selbstbestimmt verbringen. Unser Freizeitexperiment zeigt, die beiden haben sich die gewaltigste Bahn bewusst bis zum Schluss aufgehoben. Ich möchte einfach nur das Herz in der Hosentasche hängen haben. Dieser Wing Coaster erreicht G-Kräfte vergleichbar mit dem Start eines Raketen-Shuttles. Ich bin viel zu hart, um Angst zu haben. Viel zu hart. Ich will innen sitzen. Ja, ich will auch außen sitzen. Wurde das eigentlich auf Sicherheit getestet, bevor wir gekommen sind? Die wird noch, die ist gerade eben erst erbaut worden. Heute erster Tag Fahrt. Das Besondere an dieser Achterbahn, die letzten beiden Reihen fahren rückwärts. Ah, okay. Langweilig. War super. Sehr, sehr geil. Ja, geil. Wie geht es den beiden nach einem Tag, den sie komplett selbst gestalten konnten? Haben sie hier die perfekte Freizeit gefunden? Super geil. War sehr angenehm, war sehr spaßig. Adrenalin pur. Es war einfach der Hammer schlechthin. Also war ein langer Tag. Sind jetzt beide, glaube ich, sehr fertig. Sehr viel geschrien, sehr viel gelacht. Die Entspannung kommt jetzt. Genau. Wir gehen mal ins Bett und dann kommt die Entspannung. Alles also, klar. Auf geht's. 68% der Deutschen wünschen sich in ihrer Freizeit nichts mehr, als spontan das zu tun, worauf sie gerade Lust haben. Aber der Großteil der Bevölkerung scheint genau das nicht zu schaffen. Gründe dafür sind oft Verpflichtungen gegenüber anderen Menschen. Oder zu wenig Geld. Dabei ist Selbstbestimmtheit eines der wichtigsten Kriterien für eine glückliche Freizeit. Freie Zeit, die wir nicht unter Kontrolle haben, führt oft zu Stress. Nur wer selbst entscheiden kann, was er wann und wie in seiner Freizeit tut, kann sich erholen. Und auch nach dem Film wird man sich wahrscheinlich wieder denken, ah ja, interessant, ne? War jetzt echt ganz interessant, da mal zuzugucken, Sauna und so und Experte. Die spannende Frage ist eigentlich, was davon setzen Sie um? Weil nur durch diese Umsetzung wird es zu Erfolgen und zu einer Veränderung in Ihrem Hirn kommen. Und deswegen mein Tipp, suchen Sie sich eine Sache raus, die Ihnen besonders gut gefallen hat. Bleiben Sie bei dieser einzigen, versuchen Sie nicht fünf Sachen zu machen, sondern die eine. Und die ziehen Sie durch, dass Sie sich selbst verändern und dass Sie glücklicher werden. Und wie man auch gezeigt hat, dass glücklichere Menschen auch dann erfolgreicher sind. Mit diesen fünf Tipps werden Sie sogar beim Fernsehen, dem Lieblingshobby der Deutschen, glücklicher. Versuchen Sie, von der Arbeit abzuschalten. Schauen Sie nichts, was Sie an Ihren Beruf erinnert. Bestimmen Sie selbst, was Sie gucken. Zappen Sie nicht wild herum. Schauen Sie gezielt. Verabreden Sie sich mit Freunden zu einem gemeinsamen Fernsehabend. Das macht mehr Spaß, als alleine zu gucken.
Und ganz wichtig, entspannen Sie sich beim Fernsehen. Machen Sie es sich gemütlich.